Das Thema liegt total im Trend. Wein und Schokolade. Aber wissen Sie was? Ich kenne nur ganz wenige Kombinationen, die wirklich funktionieren. Welche? Lassen Sie sich überraschen. Warum ist die Kombination von Wein und Schokolade so schwierig? Weil Schokolade sowohl saure als auch bittere Geschmacksnoten enthält. Außerdem hat sie Gerbstoffe, die die Zunge pelzig machen können. Beim Wein ist es genauso. Zusammen kann das den Gaumen ganz schnell überfrachten. Darum als erstes ein Tipp, was Sie keinesfalls mit Schokolade kombinieren sollten. Trockene Rotweine. Ich habe noch nie eine Kombination gefunden, die mich hundertprozentig überzeugt hätte. Stattdessen drei persönliche Empfehlungen. Erstens, dunkle Schokolade und Portwein. Die Schokolade ist weder zu süß noch zu herb und der kräftige, süße rote Wein ergänzt sie bestens. Schmeckt ein bisschen wie Schwarzwäldertorte. Zweitens, weiße Schokolade und Moscato d'Asti. Dieser süße, leicht perlende Weißwein aus dem Piemont duftet nach Traube und Orange. Er gibt der reichhaltigen Schoki einen frischen Touch, der ihr gut tut. Drittens, Schokikuchen und Bier. Der Kuchen ist so reichhaltig, dass er nicht unbedingt noch mehr Süße braucht, sondern einen kräftigen Gegenspieler vertragen kann. Ein malziges Guinness passt perfekt.